Nicht gerade viel, ne? Nee, dann ist gut. Die Griechen werden so weggekickt. Wenn nicht, kicke ich die deutsche Nationalmannschaft so weg. Boah, Alter. Ich werde so gewinnen. Bewaffnete Bürger. Der Mob ist das. Genau. Dann hole ich doch meine Miliz und dann gewinnen wir. Also irgendwie machen die Preußen nicht weiter, oder? Hä? Weil hast du die Aufstellung? Nein. Achso, ich mach mal automatisch. Du Du Arsch. kannst, wenn du Gefecht spielen drückst, dann spielen wir das Gefecht. Mein Freund. Ja, mein lieber Meister. Ein Meister. So, wir sind jetzt gleich wieder im Gefecht. So, wir sind wieder zurück. Ich habe gerade gemerkt, dass ich vergessen habe aufzunehmen. Habt aber nichts verpasst, außer dass er hier In ein Haus Ahnung, campen gegangen Scheiße bin. macht. Mit 5 Einheiten in einem Haus. Ja, alles voll gute Soldaten, die hören auf meine Befehle. Hier ist nur der Mob. Ja, Mob halt, ne? Ey, So, komm, und ich gewinne garantiert, ja. ja, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Ja, bin ich meiner Meinung. Pack die aber vors Haus. Oder stell umkreis das Haus. Stimmt, ich habe eine Idee. Du hast keine. Umkreis und. Du hast keine Chance. Oh nein, jetzt geht dann das andere Haus. Oh no. Oh no. Nee, das wäre ja taktisch zu intelligent. Ist das eine wichtige Schlacht? Soll ich cheaten? Ja, es geht um ein Dorf. Ehrlich gesagt, um eine Stadt. Also um eine Provinz. Ja. Gewalthaufen, ja, okay, dann cheaten. Ach ja, General von Blücher wird so sterben gehen. Sonst Sorry. hätte ich keinen Mob, ne? Sorry. Ja. Blücher, du kannst Napoleon leider nicht töten. Das machen wir schon. Napoleon ist doch schon tot, der ist doch schon gefallen, oder? Nein. 1805 doch noch nicht. Stimmt, hast recht. Hast recht. Noch ist er nicht gefallen, noch ist er ein alter Krüppel. Du denn für einer? Pio. So, jetzt machen wir hier mal wieder normal. Sie haben schon ein paar Männer verloren. Aus deinem Haus raucht und ich sehe überhaupt nicht, wie da irgendwelche Typen drin sind. Das ist ein ganz normales Haus. Bei mir. Dann bist du blind. Jetzt haben sie erst die Scheibe eingeschlagen. Bonk, bonk. Randale! Ich Stell zeig's dich doch euch. näher vor das Haus, denn da treffen dich meine Art Männer nicht. Boah, jetzt noch extra Wünsche hier oder was? Soll ich erst rauskommen und dich holen? Ja. Nee. Ja, sie gehen sterben. Ach, mein General von Blücher. Wunderschön, wie du mit Sterben gehst übrigens. Ich weiß, habe ich lang für trainiert. Hast die Einheiten extra ausgebildet fürs Sterben. Ja, mein General steht jetzt hier vor dem Haus und wartet auf seinen Tod. Aber ich mach dir auch ein paar Kills, mein Freund. Ach, echt? Ja, also glaube ich, hoffe ich. Nein, mein. Schie ja, du schießt gerade. Ich schieß rein. Oha, du hast die Motivation bei mir richtig down gemacht bei einigen Einheiten. Was? Ich habe keinen einzigen gekillt und die wollen fliegen. Ne, einen einzigen habe ich gekillt. Ne, zwei. Zwei. Ja, ich bin schon gut, finde ich auch. Ich meine, im Gegensatz dazu habe ich 36 und 29. Ich muss die ausrechnen und es sterben so oft welche. Aber im Gegensatz dazu habe ich gut 40 Verluste, also da finde ich das schon Also effektiv. ernsthaft, diese Mob-Geschichte ist ja echt Wischmob, ne? Deswegen heißen sie ja auch Mob. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, alle sind tot, nur der General lebt noch. Oder? Kam bei dir die Meldung, dass du meinen General getötet hast? Nein. Das ist komisch. Weil der flieht, ist nicht der General. Der sah anders aus. Sterbt! Sterbt ihr Hurensöhne. Ja, so hätte ich das jetzt nicht direkt geäußert, aber du weißt, was ich meine.
Ungefähr so, wie ich es ausgedrückt habe, ist richtig. Lol, einige Einheiten von mir sind drin gefallen. Ich habe jetzt schon 25 Verluste. Oh, da kommt er rausgesprintet. Was war ein Fehler? Das war ein Fehler, mein Kamerad. Deine Mutter ist ein Fehler. Nee, fand ich nicht so. Bist du dir sicher? Mach das nicht, ich bin recht gut im Nahkampf. Du wirst sterben gehen. Was? Unsere Männer fliehen? Meine flitzen, diese Arschkrampen. So, aber der Rest kämpft weiter für den Sieg. Ja, und da habe ich schon wieder einen Typ verloren. Boah. Also, jetzt hast du keinen Bock mehr zu kämpfen. Oh, da kommt einer raus. Oh, der ist cool. Wieder ein Einzelner rausgelaufen kommt und jetzt haben meine Männer Angst. Und da kommt noch einer. Die alle nacheinander da rausgeschlendert kommen, ey. Und jetzt kommen alle ganz viele. Jetzt muss ich nachladen. Und jetzt schießen die nicht. Wieso schießt er nicht? Schieß doch! Peng, pow. Okay, meine Männer wollen nicht schießen. Vielleicht keine Munition mehr? Doch, eigentlich schon. Für Preußen, für den Kaiser. So, jetzt hier aber. Herrsche im Nahkampf. Bandesduell. Ja, okay, jetzt wirst du mich allein wegen deiner Masse überrennen. Oh ja. Masse geht immer vor die Qualität. Naja. Okay, wenn beide ziemlich viel sind, dann geht's doch qualitätmäßig. Ja, eure Männer fliehen. Eure? Eure Männer. Ich bin nicht schizophren. Ich hab ja mit eure, also in jedem Fall. Von mir aus gesehen, du. Deine Männer fliehen dann halt. Ja. Ja, egal. Also eure halt, ne? Oh, naja. Lage Bildschirm. Ich hab eine Niederlage, 25 Männer verbleiben mir hier noch. Yay, ich hab 9. Ich hab 73 Verluste. Ich hab mit einem Mob gewonnen. Das will was heißen, du. Oh ja. Ich hab einen General irgendwie. Jede Menge rekrutiert, das ist sehr schön. Mecklenburg, du bist mir. Ein Dorn im Auge. Nein, du bist mir besonders wichtig. Jo. Ich werde erstmal meine Offensive ins Stocken geraten. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Nee, doch nicht. Das brauche ich nicht. Was laber ich hier? Ich laber nicht so viel Kacke. Und da die sich jetzt hier schon wieder aufrüsten, weil ich nicht cool finde. Das war unsere Offensive doch wohl weiterführen. Automatic. Automatic. Alter, dein General ist übel. Na klar, das ist Sir Wellington. Sieg! Niederlage! Wuhu! Friedlich besetzt natürlich. Yay! Ich hab verloren. Wuhu! In 11 Runden habe ich 3 Sachen gleichzeitig fertig. In Dänemark wird eigentlich rekrutiert. So, jetzt muss ich natürlich... Was mal, ey. Edward Parken, General verfügbar, das ist cool. Kannst du mal Arthur sehen, Wellington General? Hat wieder mal ein bisschen was Plus gekriegt und Brandenburg. So. Und jetzt kann ich nämlich bald auch forschen. Jetzt kann ich nämlich forschen. Was für ein Nicht-Deutsch. Ich kann bald forschen, ich kann jetzt schon forschen. Magdeburg, mein Freund. Magdeburg, dein Freund. Der forscht mal an dem optischen Ding, aber es dauert 15 Runden. Irgendwie, während ich die Feldzüge gemacht habe, habe ich nie groß an Aufbauen gemacht. Also werde ich wohl doch erstmal in Stocken geraten. Ja, siehst du, deswegen habe ich mich erstmal aufgebaut. Ja, aber ich habe ja ganz viel Städte dazu erobert.
Okay, ihr marschiert dann doch hier rüber. Ich brauche irgendein Dorf, wo sieht sich das? Ja, hier. In Lüneburg. Weil ich muss jetzt ziemlich viel in Hannover deffen, weil da kommen sie jetzt auch angesoffen, angepisst hier. Dann mache ich erstmal eine So, meine... Sortiere ich erstmal für eine einzige Armee. Unterstützungsarmee. Rekrutieren, wie guckt's denn hier? Ja. Wie guckt's denn hier? Was das für Deutsch? Gar keins. Ah, gut. Gut zu wissen. Ja, mein General ist übel. Ja, mein General ist übel. Ich habe danach gar nicht gefragt. Doch, vorhin im Gefecht. Alter, ist dein General krass. Ich hab's geirrt. Ach so. Ja, das war aber keine Frage. Guck mal, das ist nur noch Breslau und Stettin von den Preußen. Das erobern wir jetzt noch. Echt? Noch die paar? Ja, zwei. Also ich erober jetzt noch Stettin und Dresden und du noch Schlesien, oder Breslau. Und dann sind wir, ist das erste Mal, dass wir eine Landesgrenze haben. Cool. Finde ich auch. Dann ist es beschlossen. Und ich muss jetzt vor allem auch links meine Westflanke bisschen. Immer wegen da halten, ja, da chillt Frankreich die ganze Zeit rum und macht Stress. Was ist das eigentlich für ein grünes Ding? Sachsen. Das Thüringen. Ist mir, weil Sachsen cool ist. So, meine Armee läuft, meine Flotte läuft jetzt ins Mittelmeer ein. Somit werden wir eine Landesgrenze haben, wo wir gut handeln können. Ja. Gut, dann schnappe ich mir erstmal Breslau. Ja. Warte, ich erober, wenn ich Reichweite dran habe, nehme ich nämlich Stettin Pommeln ein jetzt kurz und gib ihn dir. Ja, okay, das ist auch cool. Nee, ich bin noch nicht in der Reichweite. Das wär cool, weil ich kann wirklich nicht aus Berlin weg, sonst machen die mir zu viel Stress. Ja, und das Problem habe ich weniger. Ja, Berlin ist die Hauptstadt, da man mucken sie gerne rum. Na eben. Okay, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Berlin jetzt auf einmal England sein sollte, aber... schon wieder so ein Gefecht. Schon wieder so ein Gefecht. Ja, ich will die Einheit da weg haben. So, hier sind wir wieder zurück. Diesmal nicht im Gefecht, wir haben uns übersprungen, weil es das Übliche hier. Ich habe es immerhin geschafft, ihm einen Verlust zuzufügen. Was für ein Stark. Und es bleiben noch 7 Leute verbleiben. Herzlichen Glückwunsch, mit denen hast du noch öfter deinen Spaß. Nee, nicht mehr, die sind ausgerottet. Okay. Mit denen habe ich leider keinen Spaß mehr. Oh, bist du traurig, oder? Heul nicht, es sind ja nicht mal deine Männer. Ich heul nicht, du musst ja heulen. Weil du, die bespaßen dich jetzt hier nicht mehr. Ja, das finde ich schön. Meine Mittelmeerflotte macht da dann auch Stress. Ach, ich wusste es, die Hurensöhne. Ah, ja. Hast du eine Belagerungsaufstellung? Ja. Da musst du irgendwas drücken. Was willst du haben? Ich hab's denn nicht. Achso, dann mach ich jetzt mal automatisch. What the hell? Selbst spielen. So, das wird jetzt ja aber ein Epic Fight. Ja. Und jetzt werde ich Napoleon vernichten. Wahaha. Nee, Napoleon wird fliehen. Von Anfang an. Ich will ihn töten. Wir sind jetzt